Hallo und willkommen zurück zu dem Thema Specialized Diverge Comp Carbon. Ich muss schon selber lachen, weil ich mir geschworen habe, dass ich ja keine Videos mehr drehe, und jetzt mache ich es trotzdem. Ich habe drei minimale, klitzekleine Nachteile bei diesem Fahrrad entdeckt, die ich gerne wieder mit dir teilen möchte. Drei wirklich kleine Nachteile. Ich bin von dem Fahrrad sehr fasziniert, aber ich möchte dir diese Nachteile trotzdem einfach mitteilen. Der erste klitzekleine Nachteil ist tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das für dich positioniere hier, dass du es auch siehst, ist der Sattel. Denn der hat was ganz Spannendes, der ist relativ kurz. Und wenn du das hier siehst, dann kann man nämlich erahnen, dass dort auch die Hose teilweise hängen bleibt, wenn du im Trail unterwegs bist. Das ist mir jetzt ein paar Mal passiert. Das heißt, der Sattel ist so kurz, dass du mit der Hose hinten teilweise hängen bleibst und eine neue Position suchen musst. Das ist für mich ein kleiner Nachteil, denn die anderen Sattel sind alle etwas länger, habe ich festgestellt, bei meinen anderen Fahrrädern. Das ist der erste klitzekleine Nachteil. Der zweite klitzekleine Nachteil ist, dass du hier bei dem wunderbaren Future Shock hier ja diesen Verstellmodus hast, und zwar hier dieses Teilchen, und dementsprechend kannst du hier aber keine weiteren Gerätschaften auflegen oder aufbauen. Das heißt, wenn du hier ein iPhone drauf hast, dann überdeckt es hier komplett die ganze Verstellmechanik, die ja sozusagen hier wunderbar zu verstellen ist mit diesem Future Shock, das dann auch hier entsprechenderweise einfedert. Das heißt, die Empfehlung wäre immer, dass du dir so fürs Garmin und fürs iPhone einen zusätzlichen Halter oder Befestigung arrangierst. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das fand ich ziemlich spannend, nämlich die Tatsache, dass das Fahrrad relativ laut ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, also wenn du ein Rennrad hast, da habe ich ja auch ein Vollcarbonrad mit Carbonrädern, und wenn du da eine gute Geschwindigkeit hast, dann surrt es so sauber vor sich hin, und das hat ja schon was Erotisches schon fast. Das hat irgendwie was Haptisches, dieses Surren, das ist schon sehr, sehr faszinierend für einen Radfahrer, wenn du weißt, was ich meine. Das ist also relativ ruhig durch die dünnen Reifen und durch die ganze Bauart. Das Mountainbike ist ja relativ stabil und du merkst es auch im Gelände, und das hat auch so seine eigenen Geräusche. Und ich dachte eigentlich, dass dieses Specialized Comp Carbon Diverge, dass das dass das letztendlich ganz ruhig und leise ist wie ein Rennrad, ist es aber nicht. Also es ist durch den Rahmen, der hier sozusagen ja relativ dick ist, weil du hier ja auch deinen Kofferraum hast, ist das relativ kompakt und hat ein interessantes Eigengeräusch. Das stört also nicht, aber nur hat es mich überrascht, weil ich dachte, das wäre ganz, ganz leise mit diesem Carbon. Ist ja auch voll Carbon, bis auf die Felgen in dem Falle. Aber da dachte ich immer, das wäre ganz ruhig, aber das ist nicht der Fall. Also das wäre für mich der Nachteil Nummer 3. Nummer 1, ich wiederhole nochmal, ist der Sattel, der relativ kurz ist. Der ist richtig bequem. Das ist diese Sportausführung. Das ist, wenn man das hier so sieht, das ist Sportmodell, und der ist bequem, gar keine Frage, aber er ist kurz, so die Hose bleibt im Trail, wenn du dich sozusagen vom Sattel bewegst, etwas hängen. Der zweite Nachteil ist tatsächlich, dass der Vorbau nicht zu bestücken ist, direkt zu bestücken ist mit einem Garmin oder mit einem iPhone oder was du immer drauf haben möchtest. Und der dritte kleine Nachteil ist, dass es relativ laut ist, dass es relativ mechanisches Geräusch ist. Aber sonst kann ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Fahrrad ein wunderschönes Rädchen. Und ich bin sehr stolz, dass ich es habe. Ich möchte es nicht missen, und du siehst es auch leicht verdreckt. Ich gehe jetzt wieder direkt ins Gelände, denn heute habe ich eine Mischung aus 50% Trails und 50% Straße, und ich werde mich auf den Heimweg machen. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du Lust hast und meinen Kanal abonnierst, dann bekommst du immer wieder Videos von mir zum Thema Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Achtsamkeit, all das, was wir so im Leben brauchen, wenn wir bewusst leben. Ich mache das seit 20 Jahren mit großer Begeisterung, genauso wie ich mit großer Begeisterung Fahrrad fahre, besonders dieses Fahrrad. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal, und wie gesagt, vergiss den Daumen hoch nicht. Freue mich auf dich. Ciao.